Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mr. Malfein und in diesem Video zeige ich euch etwas von Star Wars. Heute geht es um die imperialen TIE Bomber, welche zum ersten Mal in das Imperium schlägt zurück zu sehen waren. Diese TIE Bomber kamen erstmalig bei Hasbro heraus, in verschiedenen Lines. Der erste TIE Bomber kam im Jahre 2002 in der Power of the Jedi Line noch heraus. Ein ganz neues Raumschiff, welches in der alten Trilogie bereits zu sehen war, wurde endlich Realität für die Sammler der 3,45-Inch Figuren. Und er war wirklich klasse gearbeitet. Ich habe hier da so Bändel dran, die sind eigentlich für die Aufhängung an der Decke. Und hat ein paar Features bekommen. Wie gesagt, 2002, ein Walmart exklusiv gewesen und hatte einen exklusiven Piloten dabei. Die Flügel sind ähnlich aufgebaut wie die des Prototypen von Darth Vader's TIE Fighter. Und er hat hier zwei Turbinenkanzeln separate. Also unterscheidet sich von den regulären TIE Fightern. Diese Seite ist das Cockpit und auf der anderen Seite die Bombenaktion-Sektion. Die Flügel sind hier fest integriert. Also kann man nicht abspringen oder irgend sowas. Aber haben sehr viele Details. Was früher eine Aufklebersektion gewesen ist, sind die Solarpanel jetzt hier fest integriert und angemalt. Auch hier der Detailreichtum mit verschiedenen Schichten. Einfach klasse. Auf der Rückseite sehen wir hier die Doppelturbinen des Antriebs. Nach innen drin sind die Flügel nicht einfach bloß Plastik, sondern wirklich herausgearbeitet, auch hier vorne. Die Draufsicht, hier auf der einen Seite und hier die Cockpit-Sektion auf der anderen. Man sieht hier eine Platte, die nach oben ist und einen Federmechanismus hat. Das ist die Bombenauslösung. Und hier hinten sieht man ein Loch, welches durchschimmert. Und das ist für die Bomben, gedacht. Jetzt kommen wir aber noch dazu. Gehen wir kurz zum Cockpit über. Das typische Fenster der Imperialen zeigt hier ein bisschen Elektronik als Aufkleber und konnte hier oben mit der Luke geöffnet werden. Und man sieht hier im Inneren einen Sitz und zwei Hebel. Die mitgelieferte Pilotenfigur war hier einer der TIE Interceptor Piloten, die schon ein paar Mal herausgekommen waren, mit Kniegelenken. Die Hände waren auch nicht so beweglich gewesen seinerzeit und man konnte ihn dann hier hineinsetzen. Schwabbelt ein bisschen drin rum, aber okay. Luke zu. Schließt jetzt nicht unbedingt immer ganz richtig. Und dann da drinnen mal auf. So, das sieht man. Ja, gehen wir kurz auf die Unterseite.
Also auch hier schöne Verzierungen, Bestempelung. Und hier ist noch so ein seltsamer Standfuß mit einer Öffnung. Das ist der Bombenabwurfschacht. Bomben waren 3 Stück dabei. Und zwar hier diese Glasbehälter mit einem rötlichen, orangefarbenen Innenraum. Und die wurden dann hier hineingesteckt. 1. Dadurch, dass es oben nicht verschlossen ist und man dreht ihn auf den Kopf, fallen die auch sehr leicht wieder raus. So, betätigt man jetzt hier oben diesen Knopf. Werden die Bomben abgeworfen. Ein Jahr später gab es dann in der Star Wars Saga Phase 1 2003 einen neu aufgelegten TIE Bomber, welcher lediglich sich unterschied, dass er ein paar an den Flügeln Battle Damage Spuren hatte. Und auch da war ein Pilot dabei. Ich zeige mal das auf Bilder natürlich. Den zweiten TIE Bomber, den ich habe, ist der von 2007 aus der 30th Anniversary Collection. Und dieser unterscheidet sich von den anderen beiden in der Farbe. Man sieht hier, dass er heller ist, also ein helleres Grau, ein bisschen mehr so Abnutzungsspuren hat. Und unterscheidet sich dann auch noch von den Farben der Bomben, aber ansonsten ist er ziemlich gleich geblieben. Ich zeige es trotzdem noch mal ganz kurz. Oh, also wir haben hier die graue Farbe und hier ganz lustig noch ein paar Abschusszeichen. Also er hat insgesamt schon 8 Stück der feindliche Schiffe zerstört. Die Bemalung überall hier ein bisschen anders. Also hier noch ein paar Abnutzungsspuren, Kampfspuren. Das Cockpit wurde auch gleich beibehalten. Sieht man vielleicht ein bisschen jetzt besser als bei dem dunkleren Modell. Ja, die Flügel sind auch etwas Abnutzungsspuren und auch die Turbinen sind anders bemalt hier hinten. Die mitgelieferten Bomben unterscheiden sich in der Farbe, also hier sind sie in Blau, aber von der Technik her ist gleich geblieben. Auch hier ist die Öffnung, steckt sie hinein. Drei. Fallen auch wieder raus, wenn man ihn umdreht. So. Und hier oben wieder der Mechanismus. Es war wieder auch ein gleicher Pilot dabei. Glaube ich zumindest, dass es so einer war. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sicher, oder ob es ein neuerer schon gewesen ist. Auf jeden Fall wird er auch hier hineingesteckt. Und 2010 schließlich, in der Shadows of the Dark Side Edition, kam ein bislang letzter TIE Bomber heraus, welcher wieder etwas mehr an dem Original erinnert, aber letztendlich doch überholt wurde an einigen Stellen.
Auch dies war wieder dann ein Walmart Exclusive. Übrigens, der 30th Anniversary Collection war auch ein Target Exclusive. Diese Version ist von der Bemalung her wieder etwas anders, ähnlich wie gesagt in den Grau wie der erste TIE Bomber, hat aber ein paar Abnutzungsspuren dabei, auch hier an den Flügeln. Ansonsten unterscheidet es sich wenig an der Bemalung, aber wie gesagt im Feature-Teil hat er schon ein paar Abänderungen bekommen. Ich zeige jetzt mal welche, als erstes zumindest. Hat man hier hinten das Loch umgebaut und zwar zu einer Luke, welche die Bomben, welche hier auch in Blau wieder sind, abgeändert. Und zwar werden die jetzt hier nicht senkrecht hineingesteckt, sondern zack. Und es sind 6 Stück dabei. Mich schief. Zack. Ich lasse jetzt mal die anderen noch außen zumachen. Und selbst wenn die Ding offen ist, fallen sie nicht alle rein raus. So. Des Weiteren hat er auch noch eine exklusive Rakete dazu bekommen, welche auch ganz neu ist. Und hier vorne ist da ein kleines Loch nämlich drin, kann sie hineingegeben werden. Der Knopf hier wurde beibehalten, allerdings in einer neuen Funktion. Und zwar, wenn man diesen Knopf jetzt hier drückt, wird das Projektil abgefeuert. Und die Bomben haben einen versteckteren Mechanismus, und zwar ist diese Turbine hier hinten schwenkbar. Und wenn man die dann dreht, fallen die Bomben heraus. Ich habe bloß 3 jetzt drin gehabt. So. Ein weiteres neues Merkmal: die Luke wurde besser zum Verschließen gemacht und das Cockpit wurde neu modelliert. Also man hat hier vorne wirklich klasse den Joystick. So rum. Das sieht man nicht. Und auch hier hinten ist so ein Sticker dran. Aber das ist jetzt nicht so wild. So. Auch die Seiten wurden dann klasse modelliert. Bei dieser Version ist kein separater Trooper dabei, allerdings der Sitz ist herausnehmbar und schon wie bei den Vintage Collection Teilen ein der TIE Fighter ein Schleudersitz geworden, der hier nochmal separat angemalt ist und man dann eine der T-Jäger Piloten, auch die neueren hier zum Beispiel, wie gesagt, es war keiner dabei, den einfach dann hier hineinklipsen kann. Piloten dann, ja, komm schon, hier rein. Ja, ich habe ihn jetzt nicht ganz festgeklipst, aber er ist trotzdem drin. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ihr wollt, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Macht's gut!